Eine sehr häufig gestellte Frage ist natürlich, ob die gesetzliche oder private Krankenkasse für eine Fettabsaugung die Kosten übernimmt. Wir haben die Erfahrung gemacht, nein. Ganz wenige private Kassen kommen für die Kosten auf. Gesetzliche Kassen, weiß man selber, dass es immer Einzelfallentscheidungen sind. Ganz viele Fälle sind vom Bundesgerichtshof. Es braucht einen ganz langen Atem. Und wenn man sowieso schon atemlos ist und viel Kummer mit der Krankheit hat, ist es oftmals nicht möglich für den Patienten, diese 3 bis 5 Jahre durchzuhalten, bis eine Entscheidung gefällt wird, die in den meisten Fällen noch negativ ausfällt. Daher sind es bei uns primär selbstzahlende Patienten, die an ihr Erspartes gehen. Man hat am Ende des Jahres dennoch die Möglichkeit, diese immensen Kosten, die sich in der Regel zwischen 5.000 bis 15.000 Euro bewegen können, je nach Art und Umfang des Eingriffes, wie viel Areale es dann werden, kann man es bei der Steuer anrechnen und positiv geltend machen und somit dann wenigstens etwas wieder vom Staat zurückbekommen.